Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. So, es scheint wohl doch noch ein bisschen hier weiterzugehen, habe ich mir mal sagen lassen. Und ich habe mir auch sagen lassen, ich sollte mich hier am besten der Railroad anschließen oder die um Hilfe bitten, da es da Ich nachher noch schütze eine und diene. schöne Pistole gibt. Bin ich doch mal gespannt. So, aber als erstes müssen wir hier wieder raus. Und ich glaube, ich schaue vorher mal noch kurz auf die Karte. Ja, da haben wir jetzt wahrscheinlich die verschiedenen Bruderschaft. Ja, das fällt ja dann weg. Minuteman auch. Railroad war ja dann genau hier bei der Old Nord Church. Kann ich da jetzt schon hinreisen? Okay, von hier aus schon mal nicht. Angeblich ging es ja auch bei einigen Malen außerhalb oder ja, wenn wir nicht unter freiem Himmel sind, dann zumindest sind Tipps hier immer drin. Immer nicht, öfter mal. So, dann jetzt schnell. Und ab. Ja, Schwierigkeitsstufe jederzeit ändern. Ich finde es im Moment gerade ganz gut, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Ist mir ganz recht so. Ja, das mit dem Raustappen klappt leider immer noch nicht so hundertprozentig. Oder ja, es klappt, es sollte nicht klappen, sagen wir es mal so. Genau, den Kollegen müssen wir auch noch irgendwann umhauen. Das ist auch interessant, wenn du etwas stiehlst, wird der Besitzer für gewöhnlich versuchen, es sich zurückzuholen. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Vor- oder Nachteile bringt, ob man die Waffe halt einhändig oder zweihändig führt. Hatte ich bisher noch nicht so den Eindruck. Ich meine, wir können ja keine Zweithand ausrüsten, irgendwie ein Schild oder so. Und die wunderschönen Frame Drops. Aber wie gesagt, ich finde es noch einigermaßen aushaltbar, deswegen werde ich da jetzt nichts großartig ändern. Ist ja auch zum Glück nicht andauernd so. Im Großen und Ganzen passt es ja. Bin mal gespannt, was die Minutemen hier zu sagen haben. Moment. Forschungsreagenzglas brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da wäre, glaube ich, auch nichts mehr drin. Nee. Palim, Palim. Einmal durch die Gewölbe. So. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Mich Ah, der selber. Schrecken der Runner ist zurück. Was führt dich zu uns? Kannst du dir mal diese Baupläne anschauen? Ein Wissenschaftler namens Virgil meinte, sie würden mir dabei helfen, ins Institut zu kommen. Bei sowas wäre ich sogar misstrauisch, wenn mir das einer meiner Agenten sagen würde. Und bei dir erst recht. Hör zu, du hast ganz offensichtlich was drauf. Ich glaube, du wärst für unsere Organisation ein echter Gewinn. Du musst es nur beweisen. Zieh die Sache mit Deacon durch. Wenn alles glatt geht, können wir über deinen Plan reden. Kann es gar Na nicht erwarten, von gut. hier zu verschwinden. Gruseliger Ort. Naja, dann machen wir die Sache mit Deacon. Das war das, oder? Ja. Mal dich mal erst weg. So, bei der alten Autobahn. Wer sagt, dass wir bleiben, bis du weg bist? Nur keine Eile. Ja. Hier liegt wohl was an meiner Gesellschaft. Das finde ich schön. So, dann verziehen wir uns erst noch mal. Guck mal, was die alte Autobahn so bringt. Alte Datenautobahn. Gab es auch mal irgendein Lied, glaube ich. Einer neuen deutschen Welle. Damals, als das Internet so Neuland war, die Computer alles noch Neuland. Gut.
Gehen wir mal los. Nachdem wir halt hier diesen Ladescreen überbrückt haben oder abgewartet haben. Und dann kommt hier nochmal ein Ladescreen, weil wir wahrscheinlich erstmal noch schnell reisen. Glaube nicht, dass es hier direkt um die Ecke ist. Würde mich auf jeden Fall ziemlich wundern. Dauert aber doch erstaunlich lange hier gerade. Mit der ganzen Warterei. Ob das noch was wird? Also ich meine, es tut sich ja noch was. Ich habe ja nur dieses Rauschen drin. Ich habe ja unten der Dings bewegt sich noch. Der Ladebalken oder der, das, ja. Ladesymbol. Ja, die Frage ist, was wir da bei der Autobahn dann finden. Das sind ja echt so fast konsolentypische Ladezeiten hier. Schlimm. Na komm, mach mal hinne, du Welt, du. Ah. Geht doch. Nur lang genug drohen. So, wir müssen. Ach, da oben. Ah ne, Moment. Wieso habe ich denn das da markiert? Haben wir noch einen Aufstieg über? Nö. Hätte mich ja auch gewundert. Gut, dann können wir hier zum, ja, Rock Narrow Park. Ich denke, von da sollten wir dann einigermaßen hinkommen. Und helfen wir mal eine Runde Deacon. Klebstoff ist selten, ich habe den aber verhältnismäßig häufig gefunden. Hab ich so den Eindruck. Adiaugau. Die sollten doch jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, oder? Wenn ich mir das mal so überlege. Ziemlich. Nicht ganz One-Shot, aber zumindest erledigt. Nehmen wir dein Zeug mal noch mit. Fix nachladen. Auch da hinten wird es dann wahrscheinlich sein. Gehe ich mal von aus. Jupp, das sieht mir ganz so aus. Muss ich da hoch? Ah, das sind nur ein paar doppelköpfige Rehe. Ich dachte schon, wäre was Schlimmes. Die rehen da nur ganz anmutig durch die Gegend. Ich glaube, ich halte mich einfach mal hier unten. Und gehe da mal entlang. Wäre ungünstig, wenn ich da hoch müsste. Ich glaube, da komme ich von hier so schnell nicht hin. Da vielleicht. Ja, da könnte es klappen. Da sind wir aber auch schon fast da. Sehr schön. Ah ja, gut, da hinten müssen wir hin. Das freut mich. Na, hast du Rehe gesehen? Deacon? Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich! Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auf mein Gesicht getauscht habe.
kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, 2 Jahre und das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Grunderneuerung, um meine Feinde zu verwirren. Das ist keine sonderlich tolle Verkleidung. Eine Verkleidung ist mehr als eine Perücke und ein paar verlauste Klamotten. Du wärst überrascht, wie weit ich schon mit der richtigen Einstellung und einem Klemmbrett gekommen bin. Aber weiter zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Eure Basis war unter einem Donutladen? War deutlich besser, als es sich anhört. Naja, bis alles in die Luft flog. Was ist passiert? Unser Hauptquartier war solide und gut zu verteidigen. Wir hielten es für sicher. In weniger als einer Minute waren die Institutstruppen drin und verwandelten es in einen Schießstand. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Erzähl weiter. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Also, ich suche nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Ah, da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Das ist unauffällig. Dann komm, geh mal vor. Ich kann hier schon mal ein bisschen abdecken. Ich denke mal, dass da auch irgendwelche Raider nachher rumlaufen. Kommst du? Ja. Und das nächste Bahnsignal. Genau hier. Ah, okay, da. Ach, er hat auch einen Sniper, das ist schon mal gut. Mhm. Ja, dann nehmen wir das Klebeband mit, wenn das doch so wichtig ist. Stehst du gerade auf? Ich dachte gerade. Muss noch kurz plündern, tut mir leid. Ah. Na gut. Das ging noch gut. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Und wenn das so schnell geht, freut mich das ja. Du stehst direkt vor ihm und schießt daneben. Toll. So, dann haben wir noch ein bisschen Cola. Ein schwarzer, sauberer Anzug. Hm. Ah. Guck's mir mal an. Vielleicht ist er ja was. Boah, hat auf jeden Fall was. Nicht schlecht, das Ding. Ich glaube, den behalte ich dann auch mal fürs Erste. Okay, wir können weiter. Da war doch gerade was. Ah, das war hier wieder Langfinger. Soll ich das mal versuchen? Komm. Ah, Stimpy. Aha. Hat ihm nicht gefallen. Gut. Wollte ich nur mal testen. Träg dich mal ab, Kollege. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Na toll.
Dann werde ich mich erstmal hier nochmal umschauen. Aha. Ein Strohkissen. Die Rider-Sachen brauche ich nicht. Na, dann schauen wir doch mal. Hallo, Kollege. Hey. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Alles gut, jetzt sind wir ja da. Du bist in Sicherheit. Du willst mir erzählen, dass ich in Sicherheit bin? In eurem Slocum Joe's wimmelt es nur so von gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Was meinst du mit Chromschädel? Du weißt schon, diese frühen Modelle sehen aus, als wäre Metall über mechanische Innereien gestülpt worden. Die sieht man hin und wieder, wenn sie Gott weiß was für das Institut erledigen. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Okay, nett. Aber Psycho brauchen wir gerade nicht. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Apropos Wahrheit, warum hast du Ricky angelogen? Mein Ressort in der Railroad sind Informationen. Es ist einfacher, wenn niemand weiß, wer ich bin. Gut, ich hab gelogen und das tue ich eben. Du konntest mit ihm plaudern, während ich mir das Ganze genau angesehen habe. Teamarbeit eben. Warum sollte Ricky lügen? Die Leute finden immer Gründe fürs Lügen. Das Institut könnte ihn bekehrt haben. Vielleicht ist er auch nur stinksauer auf uns. Such's dir aus. Er kommt mir nicht wie der unehrliche Typ vor. So sehe ich das auch. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen... An der Vordertür lauern Minen, Synths und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Machen wir uns auf den Weg. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Gut. Ja, es kam mir auch vor, als wäre das mehr oder weniger ehrlich gemeint von dem Kollegen hier. Was? Ja genau, brauche ich noch was? Hast du was gefunden, was uns helfen könnte? Wir setzen da draußen unser Leben aufs Spiel. Ihr wollt immer und immer und immer mehr, bis ich draufgehe oder in irgendeinem gottverdammten Graben verblute. Leck mich! Also scheinbar nicht. Wir müssen da runter irgendwie. Nur wie? Springen werden wir ja wohl nicht überleben. Können wir da irgendwo runterklettern? Was haben wir hier? Nein, wollte ich nicht. Wir müssen wirklich runter. Also den Weg außen rum gehen. Na gut, dann würde ich sagen, ja. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen? Wir machen das jetzt oder ich mache das nochmal fix. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Und dann danke ich schon mal fürs Zuschauen.
Hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.